Ich spreche jetzt mit dem parlamentarischen Geschäftsführer, mit Matthias Kerkhoff. Der ist nämlich zuständig dafür, wie das bei uns in der Fraktion zum Beispiel mit dem Homeoffice läuft. Und darüber wird ja gerade ganz viel diskutiert. Hallo Matthias. Ja, hallo. Wie läuft es denn bei uns mit dem Homeoffice? Was hast du dir denn dabei gedacht? Wir müssen ja zunächst mal unterscheiden, um wen es eigentlich geht. Wir haben ja hier im Landtagsgebäude, in dem ich auch mich gerade befinde, ganz unterschiedliche Menschen beschäftigt. Das sind einmal die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Abgeordneten selbst, die hier in den Landtag kommen für Sitzungen. Und als parlamentarischer Geschäftsführer bin ich zuständig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Fraktion, also die wissenschaftlichen Referenten, unsere Pressestelle, aber auch für die Sekretariate. Und wir haben eine Regelung getroffen, schon im Frühjahr, und die gilt auch jetzt wiederum im zweiten Lockdown, dass wir sagen, alle die, die zu Hause arbeiten können, sollen das auch im Moment von zu Hause aus machen. Und damit entzerren wir die Situation hier im Gebäude, weniger Leute im Haus, weniger Leute, die sich hier über die Flure bewegen. Das ist der eine Teil. Aber wir entzerren natürlich auch die Situation in der Anreise. Gerade für diejenigen, die ansonsten mit dem öffentlichen Personennahverkehr kommen, die müssen das ja dann an den Tagen, an denen sie Homeoffice machen, eben auch nicht tun. Wichtig ist, Homeoffice funktioniert natürlich nur dann und auch nur dann an gewissen Tagen, weil auch hier im Haus gewisse Dinge nach wie vor stattfinden. Die Plenarsitzungen finden statt, es finden die Ausschusssitzungen statt und dazu müssen eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus sein. Die müssen hier zur Verfügung stehen für die Abgeordneten, aber auch eben für die Fraktion, für die Tätigkeiten, die stattfinden. Aber der Unterschied ist, dass das eben nicht an jedem Tag im Moment sein muss und sein soll. Wir haben auch vieles umgestellt. Auch Videokonferenzen, das funktioniert auch, aber es funktioniert eben nicht immer, nicht für jeden und nicht an jedem Tag. Das ist, glaube ich, die Begrenzung, die wir hier haben und die es natürlich auch in der normalen Arbeitswelt gibt. Ich finde das gut, dass im Moment sehr viele im Homeoffice tätig werden können, aber es ist auch die Erfahrung, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen sagen, die Atmosphäre ist zu Hause eine andere, ich kann im Büro besser arbeiten. Und das ist natürlich auch möglich. Wir zwingen niemanden von zu Hause zu arbeiten, sondern es ist eine Möglichkeit, die räumen wir ein. Und jetzt gerade im Lockdown ist es eine gute Möglichkeit, arbeitsfähig zu bleiben und trotzdem Kontakte zu reduzieren. Aber es gibt ja diese Diskussion jetzt. Gerade nach der Ministerpräsidentenkonferenz ist die Diskussion aufgekommen. Reicht so ein Appell, also sprich Homeoffice möglich machen, da wo es geht, oder müssen wir daraus eine Pflicht machen? Man hat den Appell verständigt. Wie siehst du das? Es gibt ja auch einfach Berufe, da wird das nicht funktionieren. Also kann man daraus überhaupt eine Pflicht machen? Ja, jetzt im Lockdown und nach den Beschlüssen geht es ja darum, dass überall dort, wo es möglich ist, dass es dann auch gemacht werden muss. So, und das ist dann, gibt natürlich Berufe, wo das völlig ausgeschlossen ist. Dort, also ein Koch kann nicht im Homeoffice tätig werden, völlig klar. Und ich finde, das ist eine Aushandlungssache auf der betrieblichen Ebene, dass man dort regelt, wo ist das möglich? Wo sind Schreibtischjobs, die auch an einem anderen Ort stattfinden können. Da gibt es Grenzen, wo das möglich ist, gerade auch dort, wo man vielleicht auch eng mit Produktion zusammenarbeitet. Aber wichtig ist doch gerade in der jetzigen Phase, dass man an die appelliert und sagt, dort, wo es möglich ist, macht es doch auch möglich. Und da ist der Großteil auch zu bereit. Das funktioniert an vielen Stellen auch schon ganz, ganz hervorragend seit vielen Monaten. Aber ich verstehe auch, dass es eben in einigen Bereichen eben auch nicht geht, dass auch Kommunikation schwieriger ist und dass das auch betriebliche Abläufe erschwert. Und deshalb ist das eine Frage, die nach meiner Auffassung im Betrieb geregelt werden muss zwischen den Betriebsparteien und nicht angeordnet werden sollte, sondern man muss genau schauen, wo es geht und wo auch eben die Grenzen sind von dem. Die Erfahrungen, die wir hier in unserem politischen Betrieb machen, sind so, dass das ein Instrument ist, was gut funktioniert, wo wir auch schauen, in welchem Maße es auch zu einem anderen Zeitpunkt, wenn die Pandemie irgendwann ja mal hoffentlich vorbei ist,
wie wir das fortsetzen, nicht in dem Maße wie jetzt. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Dinge, die sich bewährt haben, auch fortgeschrieben werden. Das muss man sich dann anschauen. Im Moment hat es ja den Hintergrund Pandemiebekämpfung. Und insofern ist es für beide Seiten eine Herausforderung, weil natürlich auch die Bedingungen, unter denen zu Hause gearbeitet wird, nicht immer optimal sind. Sprich Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Licht, Arbeitsplatz. Und manche sagen mir, der Kaffee hier im Haus sei auch besser als der Kaffee zu Hause. Auch unabhängig davon, du bist Mitglied des Landtags, nicht nur parlamentarischer Geschäftsführer, sondern eben auch Landtagsabgeordneter, der ja seine Tätigkeit im Normalfall auch nicht von zu Hause ausübt. Du bist ja auch überall unterwegs. Deswegen abschließend die Frage an dich, wie ist das denn für dich, häufiger im Homeoffice zu sein, beziehungsweise dann doch sehr, sehr alleine zwischendurch mal da im Landtag? Ja, auch die Arbeitssituation für die Abgeordneten hat sich sehr geändert. Das betrifft aber vor allem den Teil, wo wir als Abgeordnete in unseren Wahlkreisen in Kontakt mit Menschen kommen. Also die vielen Veranstaltungen, wo Abgeordnete eben auch zugegen sind, wo sie Ansprechpartner sind, für die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen. All das hat ja in diesem Jahr nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt, stattgefunden. Und das fehlt uns natürlich allen, weil es ist schwierig zu arbeiten, wenn es kein direktes Feedback gibt. Mails, Telefonate, Videokonferenzen, das kann einen Teil aufwiegen, aber eben nicht alles. Und der persönliche Kontakt fehlt uns allen. Das ist das, was ich auch, wenn ich mit Kollegen spreche, höre. Und von daher ist die Tätigkeit der Abgeordneten in diesem Jahr auch ganz anders. Weniger Termine vor Ort. Und im Landtag halten wir natürlich den Betrieb aufrecht. Wir sind ja als Verfassungsorgan auch in diesen Tagen als Gesetzgeber gefragt. Aber wir haben natürlich auch im Landtag auf die Situation reagiert. Wir haben den Terminkalender hier entzerrt. Wir haben mehr Abstände in den Sitzungsräumen. Wir haben Plexiglas. Und die Kollegen arbeiten sicherlich genauso viel wie in anderen Jahren auch. Aber die Arbeit hat sich schon verändert. Und das führt dazu, dass wir immer auch einen Beitrag leisten müssen, dass eben auch die Kommunikationsfäden nicht abreißen, dass man eben im Gespräch bleibt, dass man die Leute, die wichtig für einzelne Themen sind, auch zusammenbringt, persönlich oder virtuell. Und das ist jetzt auch ein Stück weit die Schwierigkeit im Lockdown, dennoch auch mit all den anderen Themen jenseits Pandemiebekämpfung eben weiterzumachen, die Gesprächskanäle zu pflegen in die jeweilige Szene hinein, dass man im Bereich von Wirtschaft, von Schule, von Arbeitsmarkt, mit all den Themen, die ja hier sonst auch eine Rolle spielen, dass man dort den Kontakt nicht abreißen lässt und dass die Abgeordneten eben auf andere Art und Weise als sonst auch als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Und auch, das ist im Moment eine Aufgabe, die zugenommen hat. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Fragen aus den Wahlkreisen auch, die mit dem Lockdown zusammenhängen, in Fragen von Kinderbetreuung, von Wirtschaftshilfen, ein ganz breites Feld. Und das müssen wir eben auch von anderen Arbeitsorten dann bedienen. Mehr Zeit vorm Bildschirm, weniger persönlicher Kontakt. Und wir hoffen alle, dass das möglichst bald wieder normal wird. Das ist richtig. Deswegen unterhalten wir uns ja auch gerade, ich aus dem Homeoffice, zu dir in der kleinen Videokonferenz, die wir aufzeichnen. Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne und Grüße ins Homeoffice.